Willkommen in Fineck, sagt die Dame. Willkommen in Fineck und ein großes Hurra, herzlichen Glückwunsch. Du wirst nicht glauben, aber du bist der 1.000.000. Besucher von Fineck. Als ein Dankeschön erhältst du diese CD-Box. Sie enthält sogar ein paar Kampf-CDs. Die CD-Box. Und Kampf-CD 01. Und 07 aus allen möglichen Dingen. Und die 20. Warum auch nicht? Freust du dich? Geh am besten gleich zum Lagerturm. Er ist nicht so weit von der Stadt entfernt. Los, los, los! Der Lagerturm ist ganz nah im Nordwesten. Du kannst ihn nicht übersehen, denn er ist riesengroß. Und leuchtet. Hui! Der Lagerturm ist eine erstklassige Kampfeinrichtung, wo Trainer mit Kampf-CDs Kampf-Sims abhalten können. Na los, geh schon und viel Spaß. Dankeschön. Wait, what? Ich will aber nicht. Oh, hallo, wie war's? Den Lagerturm meinte ich. Wie bitte, du warst noch gar nicht da? Aber du weißt nicht, was du verpasst? Er ist auch gleich um die Ecke. Geh zum Lagerturm. Es macht wirklich Spaß. Du willst gar nicht mehr weg wollen. Na los, worauf wartest du? Sauerei, ich will da nicht hin. Ihr gemeinen Pissnelken. Na, wer doch immer. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gewirges. Willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ja. Wir hatten eine kleine Pause vor ein paar Tagen, weil mir die Parts ausgegangen sind und es mir nicht so gut ging. Aber mir geht's einigermaßen wieder gut und ich kann aufnehmen und ich wollte nach Fineck. Und die so, nein, du darfst nicht. Und ich so, ich will aber. Und naja, wir haben eine Kampfbox bekommen mit Kampf-CDs drin. Diese Kampf-CDs nehme ich mit rein in die 100%. Ich habe sie bisher nie großartig betrachtet. Ich weiß nur, dass es so ähnlich ist wie beim Pokémon Hauptlabor, dass man da kämpfen kann ohne Ende. Eine bestimmte Aufgabe erfüllen muss und so weiter. Und uff, das kann hart werden. Uff, das kann hart werden. Dann gehen wir auf zum Lagerturm. Was soll's? Riesiger Turm mit vielen fantastischen Freizeitaktivitäten nur für Mitglieder. Ah ja. Und Team Krypto oder so? Ach nee, guck an. Was macht denn Plüt hier und der Hain? Der Hain und der Plüt? Was hat's denn mit diesen Kampf-CDs auf sich? Pokémon tauchen auf, alles klar, aber ist der Kampf vorbei, verschwinden sie einfach. Und darfst du sie nicht behalten? Noch Menno, ich habe mein Erspartes dafür ausgegeben, weil ich dachte, ich bekomme seltene und vor allem echte Pokémon. Da habe ich sprichwörtlich Geld zum Fenster rausgeworfen, ich verschwinde von hier. Was soll man diesen Kampf-CDs jetzt machen? Was bringen sie, wenn man keine richtigen Pokémon bekommt? Am besten einfach wegschmeißen. Mehr Kampf-CDs? Mist, die gemeinen Säcke, hätte mir geben können. Na! Fieslinge. Ja, Item. Ein Protein. Cool. Der Lagerturm. Ich hoffe, drin läuft auch die gute Musik weiter von hier draußen, denn Mann, 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 der Lagerturm vor 5 Jahren erbaut oder fertiggestellt ist ein Prachtstück, aber meine Herren, das war ganz schön böse hier zu kämpfen. Wow, ich bin auch immer wieder überrascht, wie hoch dieser Turm ist. Ganz oben auf dem Turm befindet sich ein Kolosseum. Ich würde sehr gerne an Kolosseum-Kämpfen teilnehmen, aber da habe ich Höhenangst. Ach nee. Du kannst doch gar nicht runterschauen oder runterfallen. Na gut. Ich soll nichts auspleitern, aber ich war der millionste Besucher in Fineck. Und darum habe ich als Andenken eine Kampfsäbel bekommen. Und? Findest du nicht, dass ich ein Glückspilz bin? Ich habe beschlossen, hier noch ein wenig zu bleiben. Hier gefällt es mir. Ihr Pissnecken habt uns alle verarscht. Wow. Dies ist der Lagerturm, die höchste Instanz, wenn es ums Kämpfe geht. Mal sehen, es gibt dort Kolosseumkämpfe, Kampfsims und Kampfbingo. Welch große Auswahl, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich heute ausprobieren soll. Ich würde sagen, wir machen alles. Denn wir können eh nicht zurück nach Fineck, von daher, was soll's. Die Musik läuft weiter, sehr schön. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir mal reinschauen, ob wir noch in die anderen alten Bossräume hin können. Hö. Ein Carbon. Hey, Moment. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Tür hier erst relativ spät kam, wenn man ganz weit außen rum gefahren ist. Einmal geradeaus, einmal links, einmal nach oben, einmal nach rechts und dann war die Tür hier. Fies. Und selbst die Ausspeisung kann man nicht anklicken. Ha. Mit den ganzen einzelnen
Sachen von Drakim, die Queen, dem Professor und der News-Tante aus Orkus. Venus. Genau, Venus hieß sie. Boah, war das ein schlimmer Bosskampf. Ugh. Schau mal. Aber von wem wird denn jetzt der ganze hier betrieben, wenn nicht von Team Krypto? Den gehört das ja. Ach, guck an, eine Heilstation. Haben sie hier hingepackt. Ha, haben sie umgebaut anscheinend. Kampfbingo ist ein kniffliges und spannendes Strategiespiel. Wie soll ich das nur erklären? Es macht Spaß, weil man die unterschiedlichsten Pokémon-Typen ganz genau kennen und sie aufeinander abstimmen muss. Ha. Huh. Na gut. Ich sollte vielleicht anmerken, dass ich vor dem Part ein bisschen rumgereist bin durch einzelne Städte und nachdem man Team Krypto entfernt hat, bzw. Zugang bekommen hat zu Finec, kann man jetzt in sämtlichen Shops Pokébälle einkaufen und Pokésnacks. Das heißt auch eigentlich hier. Oh wow, die verkaufen TMs. Oh crap. Hypertränke, Hyperheiler, Beleber? Uiuiui. TM10 ist Kraftreserve, TM14 ist eine Eis- und Schneeattacke, die den Gegner einfrieren kann. Gegen den Eisstreifer. TM15 ist Hyperstrahl, TM16 ist die Lichtschild-Attacke, 17 ist Schutzschild. 20, mysteriöse Macht verhindert Startungsveränderungen, ist Bodyguard. Mächtiger Donnerschlag, Paralyse bewirken kann, ist Donnerblitz. Das ist Reflektor. Das ist Flammenwurf? Wow, what the hell? Geh mal her. Feuersturm sogar. Ha. Huh. Ich nehm's trotzdem mit. Das ist besser auf jeden Fall als... Naja, ich will schon, ne? Und wenn wir dabei sind, nimm auf jeden Fall ein Schutzschild mit, weil... Ey, Schutzschild Erdbeben? Heilige Scheiße, auf jeden Fall, ja. Stimmt, 13 war... Dingens, das hier ist Blizzard. Dass sie nicht einfach Blizzard mit ranschreiben, finde ich doof. Na gut. Krasser Mist, dass wir uns sowas schon verkaufen hier. Da hatten wir für noch Orkus gehen müssen im ersten Teil. Ha. Blöd gelaufen für euch Jungs. Blöd gelaufen. Feuersturm. Wir warten nicht ewig dafür. Wir geben es Mara. Hat zwar nur, ich glaube, 5 AP genau, aber es ist immer besser als Sandwirbel. Da wir damit irgendwas abschließen können und es stirbt. Ist geil. Ist geil. Genau das gleiche machen wir mit Blizzard. Bringen wir direkt mal bei. Und zwar... Nuspli! Gut. Nuspli! Yay! Und zwar statt, ich würde sagen, eine Lebensstelle, weil Lebensstelle ist so, 20 Stärke, Abwehrknarre macht mehr Schaden, selbst als effektives Lebensstelle und Ja gut, das wäre auf ein... Magnetilo oder sowas besser, aber scheiß drauf. Ganz ehrlich, Magnetilo aber mit dem Feuertag weg. Blizzard! Ja, cool. Und du so? Ich überlege, ob ich nicht an Kolosseumkämpfen teilnehmen soll. Aber vorher werde ich mich noch mit Items aus dem Shop hier entdecken. Alles klar, mach das. Ah, die Musik ist herrlich. Richtiger Ohrwurm. Geh mal nach vorne. Mal schauen, was uns hier vorne erwartet. Am großen Turm. Uiuiui. Hallöchen. Erstmal am Fang anmelden. Hallo. Willkommen im Lagerturm. Der ganze Stolz von Finec. Ah, das gehört zu Finec, ernsthaft? Diese Einrichtung dient als Stätte des Kampfes und Wettkämpfe. Wettkampfes. Aha. Trainer können im Kolosseum kämpfen. In Kolosseum Kämpfe. Kampfsims und Kampfbingo, ihr könnt unter Beweis stehen. Wir hoffen sehr, dass du dich hier prächtig amüsieren wirst. Darüber hinaus kannst du hier Poké-Coupons gewinnen, die du auf dem Duellberg gegen Items und TMs eintauschen kannst. Cool. Macht Sinn, die verkaufen dort nämlich Eisstrahl und so weiter und hier verkaufen sie die stärkere Variante? Schwachsinn. Ich will nicht sagen, das Kampfsims keinen Spaß machen, aber das tun sie. Aber echte Kampf ist nicht mal... Was aber, der echte Kampf ist eher mein Ding. Ich gehe lieber zum Duellberg. Weißt du, was ich vorhabe? Ich werde unter Unterbrechung 100 Trainer in Folge auf dem Duellberg besiegen. Ich habe keine Ahnung, ob ich oder meine Pokémon das die Willenskraft dazu haben, aber ich werde es bald wissen. Schön, dass sie anmerken, dass man auf dem Duellberg wirklich 100 Kämpfe machen kann. Ein Hyperball! Yay!
Der Bürgermeister von Findeck stattete uns regelmäßig Besuche ab. Aber ich sah ihn jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich hoffe, ihm fehlt nichts. Oh Mann. Das lässt echt nichts Gutes zu wünschen übrig, wa? Oh, dieses Gesicht. Ich hab dich schon mal irgendwo gesehen. Wo war das denn nur? Ah, ich setz mir wieder ein. Du warst im Fernsehen. Ah, da war doch noch so ein Mann mit Schnurrbart. Aber soll ich was sagen? Du siehst im Fernsehen besser als in echt. Ja, mit der ganzen Maske und so und Puder so puff, 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 puff. Natürlich. Wow. War ich hier nicht früher im Café? Creepy. Ich mochte das Café lieber. Das Café war schön. Oh. Pokeplatz-Sensor. Schnell dahin. Schnell dahin. Was ist das für ein Pokémon? Pokémon. Yay. Was ist es? Und ich mache jetzt keinen großen Cut, ich laufe da direkt hin. Wenn es ein Felino ist, dann haben wir jedes einzelne dieser seltenen Pokémon. Dann können wir sie alle direkt tauschen bei Grant, um uns gute Pokémon anzuholen. Oder aber ich nehme mir einen Morlord mit. Nee. Auf geht's zum Poképlatz. In der Höhle. Es müsste der Platz sein. Nein, es ist der andere Platz. Es ist der Wüstenplatz? Ist es der Wüstenplatz? Hey, ein Sandan! Yay! Und ja, auch diese Pokémon hier können shiny sein. Also, ne? Vertut euch nicht. Oh, es ist Level 13. Wir können nicht mal fliehen, das ist doof. Wir müssen das Ding umhauen. Hey, ein One-Hit. Schick. Also Paddington wird mit seiner Rückkehr ziemlich stark. Ich habe das dann jetzt umgehauen, weil lohnt sich nicht. Wir haben schon eins. fällt mir ein, wir können mal kurz in den Pokédex reinschauen. Aber es hat den letzten Pokésnack gefuttert. Das heißt, wir haben nur noch einen Pokésnack und zwar oben an der Höhle. Kryptodaten. Was haben wir denn hier so alles? Erlöst. In der Box. Man sieht sogar die Pokébälle, mit denen man ihn gefangen hat. Finde ich super. Und wo die genau sind. Cool. Forum. Ha. Und selbst die Erlösten sind sogar noch im Forum drin anscheinend. Ha. Cool. Taktik-Memo war ja der Pokédex, ne? Da sehen wir zumindest die Typen immer. Und welche Fähigkeiten die haben können. Speckschicht und Kraftkoloss. Kraftkoloss ist ziemlich böse. Ist in alphabetischer Reihenfolge und man kann ja wirklich jedes Pokémon aufnehmen. Aber ich glaube, wenn man alle Pokémon hier aus dem Spiel nimmt, kommt man, glaube ich, nicht weit über 255. Kann mich allerdings auch irren. Es sind eine Menge, ja. Aber nicht alle. Was passiert, wenn wir jetzt nach Phoenix zurückgehen? Nee, wir gehen zum Lagerturm. Heute ist der Lagerturm-Part. Ja. Ja. Lagerturm-Part. Ja. Nee, ernsthaft. Lagerturm wird ziemlich spaßig, gerade wenn wir die ganzen Kampfsims machen. Die Kampf-CDs nutzen und so weiter. Ich frage mich nur, was war das Kampf-Bingo noch gleich? Ich habe so eine leichte Vorahnung, was das war, aber ich komme nicht mehr drauf. Klar, es wird wahrscheinlich ein Bingo-Dingens sein, aber puh. Mal gucken. Der war nämlich hier drüben, wo das Casino war. Es ist immer noch da. Yeah, nur mit einer Reihe weniger. Habt ihr irgendwo... Nein, dürfen wir nicht. Schade. Wir dürfen nicht mal spielen. Sauerei. Wir kommen beim Kampfbingo. Kann ich dir behilflich sein? Klar. Info. Was ist Kampfbingo? Kampfbingo ist ein Strategiespiel, das auf einer Bingo-Karte gespielt wird. Sie besteht aus 16 Feldern, die in einem Raster von 4x4 angeordnet sind. Ziel des Spiels ist es, alle 16 Felder aufzudecken und immer eines pro Spielzug. Eine Bingo-Reihe erreicht man, wenn man eine komplette senkrechte, waagrechte oder diagonale Reihe von Feldern aufgedeckt hat. Du benötigst Bingo-Reihen, um die BE-Bingo-Einsatzpunkte zu erhalten, die du brauchst, um die Felder aufzudecken. Sind alle Felder aufgedeckt, hast du 10 Bingo-Reihen erspielt und das Spiel ist gewonnen. Huh. Na, fangen wir einfach mal an. Schauen wir mal. Spielen. Wenn du spielen möchtest, kostet 500. Uff. Ruppig. Vielen Dank. Diese Karten stehen derzeit zur Auswahl. Dragonier?
Okay, es gibt noch eine Glumanda-Karte und eine Pikachu-Karte und eine Mogwurm-Karte. Nidorino? Die Musik ist komisch. Und ein Luturzel. Ich würde sagen, wir starten mit dem leichtesten Pokémon, das Luturzel wahrscheinlich. Okay. Stufe einfach. 4 Typenkarten. Wähle, was? 4 Pokémon-Typen sind vertreten. Okay. Wir selber als Luturzel treffen effektiv Boden. Okay. Ja. Wenn wir Nein sagen... Achso, wir können sogar zurückgehen. Wie nehmen diese Bingo-Karte? Es gibt Fragezeichen-Dingens. Wir haben eine Typenübersicht. Mit allen Typen, ja. Kranker Scheiß. Ja, voll ein Screenshot eben. Das sieht jetzt lustig aus. Dunk. Yay. Voll gut, die Karte. Pokémon-Info? Gigasauger an Wassertempo. Also wir haben die Attacke Gigasauger drauf. Das heißt, nur eine, nur eine Pflanzenattacke. Und Wassertempo als Fähigkeit. Das heißt, wir können im Grunde genommen nur Boden treffen. Nehmen wir das hier drüben. Es ist ein Sandan. Gott damn, das Ding hat Erdbeben. Oh Mann. Dieses Kampfbingo ist wirklich ein... Ja, ein Bingo, wo man Pokémon bekämpfen muss. Und je nachdem, was man halt anwählt, kann man halt das Pokémon umhauen. Oder die Pokémon fangen. Wir haben allerdings nur 2 Meisterbälle, das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Ich würde sagen, wir gehen auf Elektro, fangen uns ein Elektro-Pokémon, gehen dazu Flug und bei Flug kommen dann Pflanzen um und mit den Pflanzen können wir dann Boden umhauen. Ja. Ah, ich kann auch nur ein Feld gehen von dem Feld, wo ich ausgewählt habe. Oh, das ist doof. Ja, fangen wir uns ein Elektro-Pokémon, würde ich sagen. Wobei, wir haben noch einen BE, das heißt, wir können noch einmal angreifen. Das heißt, wir müssen jetzt entweder... Wir müssen es fangen. Ja. Wieso ist es ein fucking Magnetilo? Bah. Okay, wir fangen es. Können Sie die Karte anschauen? Ha, cool. Ich glaube, ich habe das noch nie großartig durchgespielt, dieses Minispiel. Ich habe es natürlich angetestet, aber... Wow. Toll, es wird gefangen. Das ging schnell. Ich habe es natürlich angespielt. Ich habe es noch nicht großartig durchgespielt, komplett. Magnetilo wurde gefangen. Jetzt können wir uns aussuchen, wo wir gehen wollen. Von allen Feldern, die wir haben. Ich würde sagen, wir gehen zu Flug. Oder zu Fragezeichen. Wir gehen hier hin. Magnetilo. Ey, es ist ein Meisterball. Cool. Das heißt, wir gehen jetzt von zu Flug. Mit Magnetilo. Ein Dodo. Dodo ist nicht schlecht. Dodo ist kein schlechtes Pokémon. Ich fang's mir. Zack. Ich finde, die hätten die Animation wenigstens durchlaufen können, dass es auf dem Boden fällt. Naja, gut, sie wollten es schnell machen. Dodo wurde gefangen. Okay, schauen wir uns mal das Pokémon an. Aeroass und Angsthase. Was haben wir hier? Machen wir mit Luturzel. Ah, es hat keine BE mehr. Das heißt, wir können es nicht machen. Ein BE. Das geht auf Luturzel auf jeden Fall. Ja. Wir müssen auf jeden Fall da oben das Feld erreichen. Das kriegen wir nicht hin. Es sei denn, wir fangen noch ein Pokémon. Und das sollte ein Pflanzen-Pokémon sein. Ein Summurzel, ein Samurzel. Nee, das haben wir um. Aeroass. Dann müssen wir uns eigentlich hier noch ein Ding entfangen. Noch ein Elektro-Pokémon. Das könnte schwierig werden. Gut, Samurzel Floh.
Hol uns das leckere Pokémon. Ein Electek. Das ist sweet. Oh, das ist eigentlich doof. Stimmt, wir müssen ja die BE bekommen. Bekommen wir nur durch die Komplettierung einer Reihe. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich das... Oh, Ding ist voll machen, die Reihe. Hey, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Electek wurde gefangen. Wir hauen dieses Flug-Pokémon um mit Electek und holen uns einen Bingo. Ach, süßes Taubsi. Taubsi! Das Ganze ist ein bisschen kompliziert eigentlich. Aber es wird schon klappen. Schockwelle! Es ist ein One-Hit. Es ist ein Electek, wird's mal ernst. Es ist sogar ein Crit. Wow. Niemand kommt der Macht des Crites. Schön. Taubsi Flo. Bingo. Ein BE, das geben wir auf jeden Fall Loturzel. Das können wir gut nutzen für das Boden-Pokémon da vorne. Ja. Dieses hier. Das haben wir mit Loturzel um. Ich hoffe nur, es hat keine... Oh, es ist ein Fumpy. Oh, du bist süß. Oh, das ist mega süß. Das ist ein Fumpy. Ich mag Fumpy. Gigasauger, du bist tot. Oh, Himmel. Yikes. Dinge machen Schaden. Ich bin gespannt, wie schwierig das letzte sein wird von der Schwierigkeit her. Wow, das hat überlebt. Oh gut, wir sind gut geheilt. Wie gesagt, ich habe das noch nie großartig durchgespielt, dieses Minispiel. Aber ich werde auf jeden Fall jedes einzelne zu 100% mal spielen wollen. Aber es scheint ein bisschen zeitintensiv zu sein für so ein Bingo-Dingen. Gerade wegen Kämpfen und muss auch überlegen, welches fange ich mir ein, welches lasse ich stehen. Ha, coole Sache eigentlich. Gut, Bingo. Das möchte ich haben auf... eigentlich bräuchte ich jemanden vom Typen... Ne, Moment. Das packen wir auf... Dodo drauf. Ja. Dann gehen wir jetzt hier drüben hin. Zu Flug. Und hauen es mit Electek um. Ja. Hauen uns dann mit einem Bingo. Oh, ein Habitak. Ach, süß. Haben uns das Beste von den ganzen Flugpokémon geholt. Sehr schön. Schockwelle. Hauen das Habitak um. Holen das Bingo. Packen das dann drauf auf Loturzel. Ja. Das Dodo wird dann unten das Pflanzen-Pokémon umhauen. Und dann begeben wir uns oben zum Fragezeichenfeld. Und dann können wir so ziemlich alles durchclearen eigentlich. Tuska! Ne, wir gehen nicht zum Fragezeichenfeld, wir gehen erstmal eine Reihe nach unten. Die komplett untere Reihe durchgehen. Tuska. Ja gut, Tuska ist jetzt nicht so das beste Pflanz-Pokémon der Welt. Wobei Noctuska generell gerne gespielt wird eigentlich. Allerdings weiß jeder, was das Ding kann. Bingo! Das geht an... Oh, ich habe keinen Bodentypen. Ah, das ist doof. Dann müssen wir auf Electek gehen. Ja. Ja, dann machen wir als erstes doch hier die obere Reihe durch. Mit Electek. Oh, bye. Das ist doof. Ja, doch, wir müssen es so machen. Zwei BE und wir kriegen zwei Dingens. Wow. Okay, wir haben vier Stück, also wir machen jetzt eins darauf. Wir machen eins auf Dodo.
Und Magnetilo kann man eigentlich in Ruhe lassen. Magnetilo kann gar nichts hier anrichten an sich. Dafür haben wir Electek. Das Elektro-Pokémon wegzuhauen, das wird schlimm. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall rangehen mit Electek auf jeden Fall nochmal. Hoffentlich klappt das. Ansonsten müssen wir uns durchheilen mit Loturzel. Ja. Das heißt, als nächstes machen wir mit Loturzel erstmal hier das Boden-Pokémon platt. Hoffentlich kriegt er das nicht. Und Tragosso, oh wie süß. Oh, ein bisschen massiv süß. Oh. Oh. Was? Es versteckt seinen Fokus? Wirklich? Power Punch? Nicht sein Ernst. Wow. Ein Boden-Pokémon mit Power Punch. Wow. Das ist gruselig. Was kann das denn alles treffen mit dem Power Punch? Gestein, Stahl, kann es beide mit Bodenattacken treffen. Eis? Gut. Normal. Ha. Es hat wirklich eine Dingens gehabt. Eine Kampfattacke. Unfassbar. Dann haben wir das Flug-Pokémon um. Mit Electek. Oh, ein Purenta. Ha. Quark. Und Schockwelle. Oh, es hat überlebt. Witzig. Aeroas? Die Modebraue? Es hat mich mit seinem Lauch gesteppt. Wow. Einfach so, zack, ich messer dich mit meinem Lauch. Geil. Oh, Porenta, nein. Ich mag Porenta. Allerdings ist es so merkwürdig. Porenta floh und wir haben ein Bingo. Dieses Bingo geben wir an. Wo packen wir es am besten hin? Ja, wir gehen es auf Electek, was soll's. So, Pflanze machen wir mit Dodo. Und dann sind wir gleich schon durch. Ein Oval. Oh. Wow. Du hast sie gerade sternförmig angeordnet. Das gefällt mir nicht. Lass das. Ich denke mal, du hast eine Psycho-Attacke drauf, richtig? Ne, Gigasauger. Omelette, Omelette, Omelette. Ich müsste wirklich eine Strategie rausfinden, wie es am einfachsten zu regeln ist mit diesen ganzen Bingos. Habe ich ein bisschen verplant gehabt, natürlich mit dem letzten Typen. Also ich hätte den Boden-Pokémon mitnehmen müssen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich Sandan. Aber ja, ich habe es ein bisschen blöd geplant. Also Oval Flo. Bingo. Das geht natürlich an... Wir können es Magnetilo geben. Magnetilo hätte natürlich eine Resistenz gegen Elektro. Aber... Nö. Loturzel. Ja. Und einmal hier Elektro machen wir mit Electek. Warte mal, welche Fähigkeit hast du? Statik, Wassertempo, Magnetfalle, Angsthase. Versuchen wir es. Wenn es eine Elektroimmunität hat, Volteball, ja herrlich. Soll es eine Elektroimmunität haben, wäre doof. Voltabsorber und sowas. Aber dürfte, glaube ich, nicht passieren. Kann passieren, denke ich mal. Ah, gut. Donnerblitz. Ah, du Mistvieh. Dein Ernst? Na gut, wir haben eine hohe Verteidigung. Eine hohe Spezialverteidigung. Electek ist ja nicht ohne Grund mega bulky. Mit Evolit. Ah, das war jetzt ein bisschen weniger. Als ihr hofften, 23. Aber so kann man auch gewinnen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ein Pokémon K.O. gehen sollte. Ich glaube, es bleibt dann noch im Team. Das hat wieder noch weniger als 23. Way. Ich denke, es bleibt im Team. Ich kann es nicht genau sagen. Oder wird es besiegt?
Na, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben ein komplettes Bingo. Und ja, ich werde ein ganzes Video diesem ganzen Zeug hier mal widmen. Aber heute nur eines, weil heilige Macaroni, das dauert ziemlich lange. Wenn man zum ersten Mal angeht. Ball bei Flo, geschafft. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Felder aufgedeckt. Cool. Herzlichen Glückwunsch, du hast die 4-Typen-Karte geschafft. Einen Moment bitte. Du hast alle 10 Bingo-Reihen erspielt. Wir errechnen die verbleibenden BE und Meisterbälle hinzu, wenn vorhanden. Du erhältst 250 Poké-Coupons. Yay. Und effektiv. Du hast die 4-Typen-Karte zum ersten Mal gemeistert. Nehm bitte diesen Preis an. Oh, 2 Äther. Oh, kriegen wir super Gratis-Zeug. Geil. Okay, wenn man es also perfekt spielt... keine Dinge zerbrät und Meisterbälle wirklich sparen sollte, dann wow, kann man eine Menge Zeug mitnehmen. Wow, krasser Mist. Gut, was haben wir hier eigentlich? Kommen wir zum Kolosseum. Hallo, willkommen im Lagerturm. Leider muss ich dich dabei in Kenntnis setzen, dass das Kolosseum gerade gewartet wird. Bitte komm wieder, wenn die Arbeiten beendet sind. Fies. Und wir haben hier drüben den Kampfsim. Sprechen wir mit dir? Du kannst Kampf-CDs einsetzen und so an Kampf-Sims teilnehmen. Leider wurden wir vor kurzem bestohlen, sodass wir nur eine kleine Auswahl Kampf-CDs anbieten können. Darüber hinaus verkauften eben 2 Trainer fast den gesamten Restbedarf auf. Aber wenn du selbst Kampf-CDs besitzt, darfst du sie gerne verwenden, um Kampf-Sims zu starten. Lass mich wissen, wenn du eine Kampf-CD hast, die du einsetzen willst. Okay. Moment. Was sagst du? Durch Einsatz von Kampf-CDs kannst du viele verschiedene Kampf-Sims erleben, dadurch viel lernen. Es gibt viele unterschiedliche Kampf-CDs, leichte und schwierige. Ich glaube, es gibt 150. Aber in dem Einbruch gingen viele verloren. Das heißt, irgendwo müssen die Kampf-CDs jetzt sein. Ja, halt die Augen auf. Oh, scheiße, Mann. 50. Punktplatzsensor! Verdammt! So, es war nur ein Zubat, aber ich will trotzdem mal den Kampfsim ausprobieren. Können wir welche kaufen? 2. Okay. 3 und 4. Dankeschön. Dann fangen wir einfach mal an mit der ersten, um es mal zu testen. Kampf-CD 01. Schwierigkeitsgrad 1. Was ist denn der schwierigste? 20. 3. Hundemann soll stürzen. Ha. Flug gegen Flug. Nutze die gegnerische Attacke. Okay. Klar. Okay. Bedingungen. 1 Kampf über 2 Runden. Gewinne den Kampf. Okay. Jetzt gehen wir hin. Das ist so cool. Dieses Tron-like. Fuck, ich krieg eine Gänsehaut, Alter. Ja. Risikotackle, Windstoß, Daunenreigen, Agilität. Gegnerische Attacke nutzen. Windschuss ist sehr effektiv, aber Windschuss hat ja nur eine Stärke von 40, das bedeutet Stärken auf 60 mal 2 wäre 120. Risikotackle hat eine Stärke von 120. Und es wird verstärkt durch unseren Angriff, ergo Risikotackle macht mehr Schaden. Es fliegt hoch in die Luft. Ha! Da oben trifft dich Windstoß, mein Freund. Wow.
Das war... wow. Oh. Der Otto. Kann ich sagen, ich mag das Battlefield da drin? Und diese ganze Aufmachung? Gott, das müssen sie häufiger einbringen. Vor allem mit den Pokémon, ey. Zu Kampfsims, ich liebe sowas, ja, so einfache Herausforderungen, ja, das hat man in der Hauptspiel nicht, ne? Aber so hier, boah, allein schon die erste Stufe war so, what the fuck? Aber dann so, es macht Klick. Oh, das ist schlau. Cool. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Kampfidee geschafft. Was für ein herausragender Kampf. Als Anerkennung, dass du Kampf-CD 01 zum ersten Mal geschafft hast, möchten wir dieses überreichen. Supertrank. Yay! Cool. Aber Leute, da das Kolosseum nicht funktioniert, haben wir die beiden anderen Möglichkeiten getestet. Das Kampf-Bingo und den Kampf-Sim. Aber ja, der Kollege am Eingang sagte... Hey, ich war der 1-Millionste Besucher, was für ein Glückspilz ich doch bin. Und die so zu uns so, hey, du bist der 1-Millionste Besucher, was für ein Glückspilz du doch bist. Deswegen gehen wir dahin zurück und beschweren uns. Olle Mistdiebe. Ah! Aber das erst im nächsten Part. Dementsprechend, ich verabschiede mich, ich danke fürs Zuschauen und sage wie immer, bis dahin. Ciao, ciao.